grüß euch, wir sind's wieder mal. 25. Rallye Dobersberg. Die Rallye-Watcher sind endlich wieder mal live vor Ort. Es hat jetzt die letzten zwei Jahre nur ein bisschen getröpfelt mit den Berichten leider. War leider auch private Gründe dabei. Aber jetzt, nächste Saison, werden wir wahrscheinlich wieder voll dabei sein, weil wir da vieles zeigen und vieles filmen können. Und wir freuen uns drauf. Die Rallye verspricht eine wunderschöne Rallye zu werden, wie immer. Toll organisiert, das Wetter passt halt auch. Hallo, grüß euch, hallo. Heute bin ich leider alleine da, weil ich nur sehr kurzfristig leider nur zusagen konnte bei der Rallye. Deswegen hatten die anderen beiden Rallye-Watcher bereits andere Termine. Aber ich bin jetzt da und wir freuen uns einfach auf die schöne Rallye. Ja, da seht ihr gleich eine Schlüsselszene. Christian Königseder dreht mit dem Fiesta leider mitten am Rundkurs um. Ist leider disqualifiziert worden. Aber, wie ihr seht, kaum aufgeschlagen, auch schon an einem Reifenschaden, da fliegen schon die Trümmer davon. Also, ich war kaum dort bei der Rallye, hat mich gleich die Action begrüßt. Das war echt fesch. Das ist gleich bei der SB1. Einfahrt und Ausfahrt und Kreuzung, Rundkurs. Also, egal was los ist, dort ist passiert. Genial. Einmal eins, du und auf der SB1? Ja, gell. Das ist einmal schon eins, aber was mich schon mal sehr gewundert hat, das zweite ist, wie hast du bei dem Nebel überhaupt noch was sehen können? Ja, na, beim Hinfahren habe ich mich eh verfahren, weil das Navi hat mich nämlich direkt nach Dobersberg geschickt. Und ich fahre am Start vorbei und denk mal, weil ich mir die Ortschaften rund um die Stelle, die ich mir anschauen wollte, habe ich mir angeschaut. Und denk mal, ja, da geht es doch in Richtung die Ortschaft, wo ich hinfahren wollte. Weil wenn das Navi sagt, in die Richtung, vielleicht führt mir das an der Rallstrecke vorbei oder was auch immer. Ne? Da kommt mir ein Rallye-Auto entgegen, ein zweites Rallye-Auto, ein drittes Rallye-Auto. Ich habe gesagt, so aus, jetzt reicht's. Am Umdraht bin ich den Rallye-Autos nachgefahren und bin genau zum Start gekommen. So wie man es macht, oder? Woran erkennt man, dass ich lange nicht bei der Rallye war? Ich habe die Anfangsszene gefilmt mit dem weißen Porsche, der wegstartet, und bin in dem Moment, wo das Gas gestiegen ist, erschrocken. Ich bin erschrocken vom Motorgeräusch. Ja, so lange war ich schon immer dabei bei der Rallye. Ja, das ist eine schwere Entzugserscheinung. Definitiv, ja. Definitiv. Aber gibt es sich allein nicht, wie ist es da gegeben? Es ist ja unglaublich, oder? Vor allem auf einer Stelle und da hast ja du alle Augenblick, alle paar Sekunden, ein, zwei, drei Autos. Ja, da muss man halt was aufsetzen und anbremsen und wie immer bei der Dobersberg Rallye, jeder ist davor, das Auto wegzupacken, keiner schont mehr das Material. Ja, jeder gibt es nochmal kräftig. Manche testen auch schon die Autos fürs nächste Jahr, haben wir auch gesehen. Ein, zwei Leute, die Autos das erste Mal bewegt haben. Oh yeah, auch hier wieder Grenzbereich und gib ihm und rein in die Ecke. Schade ist halt, dass man da noch nicht viel gesehen hat, weil es halt so neblig war. Aber es gibt halt epische Aufnahmen. Und die Autos da. Ja. Aus dem Nebel auftauchen und und du hörst viel mehr, als dass du siehst und so. Einfach. Ja, der Starter. Ja, ja. Ich denke mir das manchmal, ob das muss doch arg sein, wenn du dort am Start stehst und dir kommt ein Rallye-Auto entgegen. Ja. Also wenn in die andere Richtung. Das muss doch ein arges Feeling sein. Wenn du dort stehst, startest rein in den Rundkurs und dir kommen aber nur ein, zwei Autos entgegen. Biegen zwar vor dir ab, aber trotzdem. Muss ein arges Feeling sein eigentlich. So wie der jetzt gerade. Ne? Da gibt es auch noch schön, der kommt auch noch schnell daher. Und schön quer. Kann sich der nächste Starter gleich was anschauen davon? Ja, sauber. Ja, sehr sauber, ja. Exzellent. Auch wenn er da ein bisschen neben der Straße war. Eine Asphaltstraße rumpelt nämlich nicht so viel. Ja. Gut,
noch zwei Rundkurs hinterher, geht das eventuell schon sein. Ja. Ja, dann ist ein bisschen schon aber Gatscha draußen. Ja? Das stimmt, ja, das stimmt. Aber normalerweise nicht, ja. Das stimmt, ja. Na, ein, zwei Fahrer sind da oben eh vom Gatsch überrascht worden in der Ecke. Gleich in der ersten Ecke. Ja, warum hat das jetzt ewig gedauert, dass das Video online ist? Eher Grippewelle ist. Alle möglichen Krankenstände dazwischen. Mein Computer hat einen Krankenstand gehabt, der ist mal abgeraucht zwischendurch, mitten während dem Prozess. Und ja, auch knapp daneben, aber voll drauf geblieben, so gehört das. Ja, ich habe gerne immer gedrängt, tu was. Und dann hat jetzt habe ich es fertig und er gibt mir das okay. Jetzt habe ich noch drei Berichte, die ich noch machen muss und ein Konzertvideo. Was mache ich da? Das ist alles schon zugesichert, die Termine. Ja? Dann habe ich meinen Teil beigetragen, dass es sich noch ein paar Wochen verzögert hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es auch schon gut. Genau. Und dann schreibt mir der Manfred an, jetzt ist das Video fertig zum Kommentieren. Sage ich, super, ich liege mit 38,4 im Bett. Also ja, das waren jetzt die letzten eineinhalb Wochen, wo es sich noch verzögert hat. Aber jetzt... Ich hoffe, wir haben... Rechtzeitig vor der Generali. Genau. Wir haben das Loch zwischen der Generali und der Dobersberg gestopft. So schaut es aus. Mitten in der rallyfreien Zeit. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einen Spaß dran, was wir da machen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also, mir hat den Grinser, den ich von in der Früh weg gehabt habe, den ganzen Nachmittag und das restliche Wochenende nicht mehr aus dem Gesicht gewischt. Das war... ich war einfach nur happy. Auch wenn ich leider alleine dort war. Ja, aber ich war auch gleichzeitig bei einer anderen Veranstaltung. Ja, der Werner hat gesagt, nein, es geht sich nicht aus. Und ich habe gesagt, okay, ich habe eine Zusage von einer anderen Veranstaltung, die wollen mich unbedingt dabei haben. Ich habe gesagt, okay, dann gehe ich dorthin. Und zwei Tage vorher, Werner, hey, kannst du mir Kameras borgen? Gerne. 8 Kameras, da werden wir noch 2 hergeben können, ja. Noch dazu, wo ich nicht mit war, dort filmen. Ja. Ich hab 3 davon woanders eingesetzt gehabt. Also, man mit 2 Kamera, oh ja. Ah, auch sehr schön. Ja. Sehr schön gekartet. Ja. Oh, mit einem Frauentriebler. Wenn man gleichzeitig filmen, dann ist nicht so, ist nicht so oft. Ja, das stimmt. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, wenn der Manfred andere Sachen filmt, bin ich dort natürlich auch des Öfteren dabei als Kameramann. Ganz ungut, macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja, das ist dann dort einmal ein Konzert oder eine Modeschau oder sowas zu filmen. das mache ich nur der Freundschaft wegen. Ja. Apropos Freundschaft, hier ist jemand mit dem nassen Asphalt befreundet. Harald Ruiner, wie immer, sehr quer. Harald, ja. Und ich liebe das Auto. Ja, es hat einfach so einen schönen Sound. Ja. Richtig einen runden, nicht unangenehm laut, sondern ein richtig runder, schöner Sound. Und hier wird schön rund gefahren. Auch nicht schlecht. Gefällt mir gut. Ja. Für ein 2WD flott. Nicht schlecht. Das ist doch ein ARC-Rennen, oder? Ja. Du. Ist bei 63 und so normalerweise schon ein ÖAM aus? Normalerweise schon. Es war überhaupt, wie ich hingefahren bin und gesehen, 98 Starter stehen im Startheft drinnen, habe ich mich einmal riesig gefreut. Es waren noch nicht ganz 98 Starter, es waren glaube ich 89 oder um die 90 herum, aber immer noch ein sehr schönes, kräftiges Teilnehmerfeld, wenn man dann die Voraussaut das an und dazu nimmt. Wo man ja gesehen hat, dass die auch nicht unbedingt die Autos spazieren getragen haben, sondern dass die auch wissen, wie man Lenkrad dreht. Kann man sagen, runde 100 Autos haben die Action geliefert. Zum Beispiel so eine Action. Gleich einmal quer mit Evo. Ja, sehr schön. Und das ist halt natürlich, ein Auto verschwindet, das nächste startet rein. Das macht einfach Spaß an der Stelle. Auch super organisiert, dass da keine Zwischenfälle gegeben hat mit Reinstarten und so. Sondern dass die Autos alle schön, auch sehr schön quer wieder. Überhaupt im Allgemeinen die Rallye traumhaft organisiert.
Entschuldigung, Dobersberg war, solange man erinnern kann, immer gut, ja, organisiert. So ist es. Gibt es keine. Das ist ja, also ich hab nichts gefunden den ganzen Tag über, was mich gestört hätte. So richtig. Ich meine, vielleicht hätte man den einen oder anderen Hinweisschild noch aufstellen können für die Zuseherpunkte, aber das ist Ranzen auf höchstem Niveau. Also da traue ich mich schon gar nichts sagen, weil ich es wir hatten da schon Radis, wo kilometerweit nichts war. Ja? Genau, ja, genau. Also wo man sich rausgeredet hat und gesagt, naja, da hättet ihr wissen müssen, das kennt doch nicht jeder. Da geht es gerne darum, sondern was ist mit den Nicht-Radi-Fans? Genau. Die arme Radis irgendwann, dann finden sie die SP nicht. Genau, ja. Haben wir ja auch schon gesehen. Ja? Das ist auch mit dem vor allem mit dem Heftl und mit dem Rallye-Journal, ja, und den Hinweisen, die da waren, war alles ideal gerätet, zum Finden. Gell? Ja, alles super zum Finden. Ja, auch ein schönes Auto, der Mitsubishi. Wenn ihr so zwischendurch hinten sowas brutzeln hört, ja, hinter uns wird gerade gegrillt. Ja. Ja. Natascha her. Ja, zum Thema gut organisiert. Futterstand bei so gut wie jedem Zuschauerpunkt, meistens auch mobile Toilettenanlagen dort. Also fürs leibliche Wohl ist gesorgt gewesen. Ja, ich habe das gesehen, ja, beim Schneiden, da hast du mir sogar ein Bild von diesen modernen Toilettenanlagen. Ja, ja, hab ich sogar gemacht, ein kleines Bildchen, ja. Aber es hat im Allgemeinen hat's gepasst. Also, ja. Ah, auch eine schöne Farbkombination, das Gelb-Schwarz. Und auch schön bewegt. Da gibt's kein Geranze. Bis zum letzten Auto, alle motiviert. So kehrt es. Und das war der Moment, wo ich mich dann entschlossen habe, beim zweiten Mal zwei Kameras aufzustellen, weil ich nicht gewusst habe, welchen von den zwei Autos soll ich jetzt noch filmen. Deswegen habe ich dann für die zweite Schleife die zweite Kamera ausgepackt. Dann bin ich dann ewig weit zum Auto zurückgehatscht, dann so 50 Meter, 100 Meter vom Startweg ist der gestanden. Ewig weit. Ach, übrigens, alle, die dort beim Start gestanden sind und sich geärgert haben über den schwarzen Subaru Legacy, der da so deppert steht, bei der zweiten SP dann, bei der ersten SP bin ich noch in der Schlange gestanden. Da sind alle dort links gestanden. Da waren sicher 20, 30 Autos dort. Als ich dann nach SP2 zurückgegangen bin, habe ich gesehen, dass ich der einzige bin, der links steht, weil sie danach alle rechts gestellt haben. Ich weiß nicht warum. Und dadurch hat mein Auto dann halt dort eine kleine Engstelle gebildet. Das tut mir sehr leid. Habe ich aber nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung, warum sie die nachher nicht dazugestellt haben für der zweiten SP. Ich habe keine Ahnung. Aber es gab, glaube ich, auch keine Troubles deswegen. Er fährt noch den Wagen. Also ja. Nichts ja. Passiert. Nummer 98. Es hat ihn keinen in den Graben runtergeschubst, das stimmt, ja. Ist mir dein Auto doch eher schwieriger. Das ja, ist ein bisschen schwieriger, ja. 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 Oh ja, die Natur. Natürlich im Waldviertel auch ein großes Thema. So viel zum Thema gut aufgelegt. Auch er ist gut aufgelegt. Auch da ist jemand gut aufgelegt, ja. Fasziniert es, wenn jemand schon aus dem Start heraus driftet und den irgendwann einmal erst aufhört mit dem Drift. Gell. Oh, ja, auch schön. Ja. Oh, so schön. Und das, wie gesagt, bei den Vorausautos. Auch die Vorausautos bereits bieten eine Show. Ja. Und oft ist es so, dass eben dann auch die Vorausautos sehen wir ja dann irgendwann einmal auch im Rennen. Ja? Mhm. Denk gerade an die Iris, die ja auch mit dem Vorausauto begonnen hat und jetzt genau beim Rennen heute zum Sehen ist auch noch. Genau. Oh, einfach, so ein schönes Auto. Ich bin so froh, dass die noch immer nicht verschwinden von der Bildfläche. Ja, stimmt. Ich mag alle Mark 2 Escort, aber der Mark 1 Escort finde ich halt schöner. Ja. Ich finde ihn halt hübscher. Sie waren runter. Ja. Es ist einfach mehr Design. Ist auch ein anderes Zeitalter.
Bei den Mark II Escort, das war 70er Jahre. Das war alles eckig, alles kantig. Genau, ja, genau, alles schnörkellos. Der Mark I ist halt auch noch aus den 60ern. Der ist halt doch noch runter. Denke ich einmal, dass das aus den 60ern ist. Okay, ja, passt. Jetzt brauchst du mir einen bekommen, ja? Sehr cool. Das war knapp da, dass ich ihn nehme, ja? Das glaube ich dir, ja. Er war nicht schwach. Okay. Wunderschön, super, hier kriegt alles Leihwand. Sag ich, wow, den möchte ich haben. Wie viel PS hat er? 50? 1300er Maschine, ja? Ja. Und der ist gar nicht so leicht, wie er aussieht, nämlich. Ja, den kannst du nicht mal mit dem Weber-Register auf 100 PS bringen, ja? Ach, das war nix. Ah, schade. 1600er hätte man schon was machen können. Genau, ja, genau. Ah ja, man muss wissen, wann man driften kann und wann nicht. Ja. Das ist einfach so. Gut kontrolliert gemacht. Oh. Da war, glaube ich, noch der Sekundenkampf an der Spitze. Ja. Weil brauche ich jetzt nicht für. Ich nehme jetzt nicht viel Spannung raus, wissen eh alle. Ne? Mit dem Stempelfehler hat sich ja der Kampf an der Spitze sehr gedehnt über 3 Minuten, anstatt dass es ein Sekundenkampf wurde. Aber die beiden haben es trotzdem bis zum Schluss gegeben. Das habe ich cool gefunden. Ja. Na, ich finde das so cool, du bleibst da drauf und da siehst du, wie viele 4-5 Autos oft von Sekunden da bei dir da vorbeikommen. Ja? Das ist unglaublich. So eine unglaublich schöne Stelle. Ich hoffe, Dobersberg 2023 hat die Stelle wieder drinnen. Die ist einfach für jeden Rallye-Fan und auch für jeden, der sowas das erste Mal sieht, ist das eine absolute Empfehlung, dorthin zu gehen. Man kann relativ nah mit dem Auto zufahren. Oh, ah, so schön. Dann ist es der fast eine Tribüne aufstellen. Wirklich, ja. Geil. Ich darf mir als Moderator zur Verfügung stellen. Zweifellos, ja. Ist übrigens der Unterschied zwischen Rallye-Sport und American Football. Beides schauen wir gerne zu. Aber beim American Football würde man es nicht zutrauen, mehr Moderator machen. Aber da schon. da schon, ja, bei der Rallye schon. American Football sitze ich dann gerne auf der Tribüne mit einem Hotdog oder einem Vikingsburger oder so. Ja, sowas, ja. Und schmause. Aber das kann ich mir vorstellen, wenn du da stehst. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man 2 Stunden lang beschnodern geht. Mit dir gemeinsam, Manfred. Ja, nur mit dir gemeinsam. Stichwortgeber, gell? Genau so. Wurscht. Zu zweit einfach. Ja. Oh yeah. Ah, so schön gedriftet. Da hilft natürlich dann ein bisschen der Gatsch, der heraus ist, ne? Oh. Shaking beim Asphalt. Dass er nicht zu viel ausgerutscht. Ah ja. Kleiner Suzuki. Der Swiftinger. Und da sieht man ja schon ein bisschen besser jetzt. Das geht ja da der Nebel ein bisschen weg schon. Und da sieht man, wie weit man eigentlich sehen würde. Man sieht, ich sage jetzt einmal, gute 50% von dem Rundkurs siehst du da ein. Das ich habe gesehen, dass bis ganz nach hinten, wo es ganz Kleines unterwegs sind. So ist es, ja. Irre. Gibt es nur ein paar Ecken. Also so, ich sage jetzt einmal, die Hälfte von dem Rundkurs siehst du nicht. Die andere Hälfte siehst. Das ist eine typische Stelle, wo du immer, jederzeit, irgendwo ein Auto siehst. So ist es, ja. Genau, da ist immer Action. Immer, jederzeit. Das ist. Und wenn er ganz fad ist, dann schaust du hinten, wo der gerade driftet, wenn man da geradeaus weiterschaut. Ja. Da hinten ist auch eine sehr spaßige Ecke, wo sehr viel Gatsch war am Asphalt, wo einige geradeaus weitergerutscht sind. Das siehst du auch noch. Ich meine, jetzt am Video natürlich nicht, aber in Live siehst du sogar bis dort rauf. Kannst du gar noch ungefähr erkennen, was da oben los ist. Ja, ich liebe so Stellen, wo man noch weit sieht und dann noch irgendwo Action direkt hat. So ist es, ja. Da gibt es ja dann so Stellen auch bei der Blaufränkischen, wo ich gern bin, wo ich sage, oh, da gehe ich nochmal hin, weil wo man weit Aussicht und Action auf einer Ecke hat. So ist es. Das ist aber. Ja, wow. Schöne Zeit, Lupe. Jetzt müsst ihr auf den Gatsch achten. Gibt's euch das?
Chargers die Vögel raushaut. Ja, die Bewegungen. So schön. Ja, natürlich auch in eigener Sache, wie es ja jetzt so schön Mode ist. Seid so lieb, liked das Video, das es abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch ist mir wurscht. Hauptsache like. Ja. Ich meine, es ist sowieso so, dass die, wenn sie ja von unserer Facebook-Seite aus, von Radio Österreich aus, oder von den Radiosport in Österreich aus, das Video anklickt, zeigt es auf YouTube sowieso nicht an. Also wir kommen sowieso auf keine Klickzahlen. Dementsprechend ist es relativ egal. Aber ja, trotzdem, wenn es euch nicht für Umstände macht. Dann auf YouTube liken. Also es ist, genau. Wir wissen es ja von den Likes, weil wir hatten schon von den ersten 60 Klicks hatten wir schon mal 70 Likes. Ja? Genau, ja. Da ist irgendwo ein Missverhältnis. Ja? Oder du gehst auf der Rallye spazieren, trotscht mit 30 Leuten, die dein Video gesehen haben und hast 12 Klicks. Irgendwie geht das nicht. Funktioniert nicht. Ja? Da sind wir dann schon drauf gekommen, okay, da könntest du es mit Counter haben. Ja, aber wie gesagt, wir machen es ja nicht wegen der Klicks, sondern wir machen es, weil es uns einen Spaß macht und weil wir euch eine Freude machen wollen. Uns macht es einen Spaß, ja. Wenn ihr auch Freude habt damit, dann ja, ist es eine Win-Win-Situation. Genau. Mehr braucht man nicht. Ah, ja, Marco Stockinger mit Mazda. Auch eine schöne Szene. Wow. So schön, ja, ganz gesund bin ich noch nicht. Aber gesund genug, dass ich morgen wieder in die Arbeit gehe. Ja. Gesund genug für die Arbeit, also richtig gesund bist du nie. So ist es, nein, das wäre, glaube ich, nicht mehr. Ganz gesund wie er nicht mehr. Ist ein nettes Ziel. Ist ein nettes Ziel. Ja. Oh ja. Schön quer gekommen beim Anbremsen. Ja. Ein bisschen mit Gart spielen, der schon auf der Straße ist, nicht schlecht. Und der nächste startet rein. Es ist einfach. Oh. Es ist einfach schön. Und es war. Jeder, der bei uns mit war, wundert sich, warum ich so geil bin auf Rundkurse. Ja, klar. Auch wenn es für die Fahrer vielleicht teilweise ein bisschen anstrengend ist, wenn du auf jemanden anderen aufläufst oder so. Aber für die Zuschauer ist es halt natürlich Action pur. Das ist unglaublich. Und ja, Manfred, du hattest recht, ich war tatsächlich pünktlich in der Früh auf, war tatsächlich bei SP1, bei Start Nummer 3 oder was schon vor Ort. Glaubt man gar nicht, gell? Trotz Verfahren. Genau, ja. Trotz Verfahren. Ja. Nein, wir haben schon gemeinsam geschafft, dass wir pünktlich dort sind. Ja. Mhm, ja. Gell, das haben wir schon geschafft. Haben wir schon geschafft. Aber da musste ich dich schon hinschleppen. Ne? Genau. Aber es hat auch da funktioniert, wenn wir einen Kaffee dann gleich vor Ort gekriegt haben. Genau. Ja. Die Franz-Franz-Partie. Ja, auch sehr cool. Auch wie immer sehr schön motiviert unterwegs. Fahrt auch super. Ja, zum Thema Kaffee. Die Feuerwehr dort hat bei jedem Zuschauerpunkt einen exzellenten Kaffee angeboten. Ich habe da mindestens 4 oder 5 Kaffee geschlürft den ganzen Nachmittag über. Hat mich sehr, sehr gut munter gehalten, wenn ich schon so zeitig aufgestanden bin. Ich glaube, ich bin um knapp noch 5 oder was bin im Auto gesessen. Dort an der Stelle habe ich mit jemandem tratscht, einen Einheimischen, der hat gesagt, ja, Bub, bist du wahnsinnig? Warum machst du denn das? Ich habe gesagt, einfach nur die Leidenschaft. Ja. Ah ja, da haben wir ein Mini-Drama. Ich habe zuerst geglaubt, wie ich dort gestanden bin, dass der Kühler explodiert ist. Hat die Besatzung auch zuerst geglaubt, dass der Kühler explodiert ist. Dann haben sie nachgeschaut und gesehen, na, der Kühler ist in Ordnung. Alles in Ordnung, ist einfach nur der Ausgleichsbehälter übergegangen, weil ein bisschen zu viel angefüllt war. Dementsprechend haben sie dann auch ganz entspannt den restlichen Tag sind sie weitergefahren. Da dann sie gerade den Offiziellen erklären, dass das nichts auslässt, dass nur der Feuerwehr sagen sollen, ob das so nett sind und das ein bisschen zusammenkehren. Das Auto ist technisch total in Ordnung und dann starten sie schon. Ah, okay, den starten wir nicht mehr. Aber sie sind dann reingestartet und sind ins Ziel gekommen, soweit ich weiß. Sie haben zwar dann am Nachmittag noch einmal irgendein Problem gehabt, ein kleines. Ich glaube, da ist einer dann Haas geworden.
Aber da war irgendwas mit, da war irgendwas Sensordefekt oder so und dann sind sie trotzdem ins Ziel gekommen. Soweit ich mich erinnern kann. Jürgen Blei ist an der Stelle übrigens die Kupplung verraucht. Sind wir jetzt gar nicht drinnen, gell? Oh. Hätten wir auch noch ein Video gehabt, aber es ist nur der gelbe Opel Astra, wie er mit fürchterlichen Geräuschen da vorbeirauscht und dann hinten stehen bleibt. Also nichts Spezielles. Habt ihr jetzt nicht viel verpasst. Ist übrigens das dritte oder vierte Mal, dass der Jürgen Blei genau bei mir ausscheidet. Ich glaube, die werden schon um. Du traue ich schon mal gar nicht mehr ins Video genau. Gehen. Achso, deswegen, ja. Ich glaube, nächstes Mal ist ein Umweg, dass sie nicht an mir vorbeifahren müssen. Nehmen den Kauf, dass durch die Nachbarschaft fahren und 5 Minuten länger fahren. Nur, dass sie nicht bei mir vorbeifahren müssen. War sehr vorsichtig, der stellt dir das irgendwann einmal in Rechnung. Ich hoffe nicht, heißt. Ja. Der legendärste Ausfall von einer von uns war, wie es bei der Mühlstein-Rallye, bei der allerersten Ausgabe, von uns die komplette Radaufhängung verloren haben. Ja. Das war leibend. Wie es driftet haben, das Auto bricht beim Driften komisch aus und sie wollen weiterfahren und vis-à-vis teilten schon die Fotografen, nö. Nichts mehr. Das ist raus am Dämpfer neben dem Auto gestanden. Das war heftig. Einmal Subaru auf quer. Nö. Einmal Subaru, der über die Vorderachse schiebt. Na gut. Irgendwas macht er. Genau. Über der Subaru, der Evo, beide sind immer schön. Genau. Sind so Autos, die kannst du ja fast gar nicht langweilig bewegen. Ja. Widerspricht ja dem Naturell. Das geht ja fast gar nicht. Nein, aber ich sag's immer wieder, bis heute ist es ja so bei der IAC, dass man so Auto. Marken und Typenvielfalt hat, die ich liebe. Das stimmt. Da ja wir sowieso nicht Fans von einem einzelnen Team, einer einzelnen Marke, eines einzelnen Autos oder sonst irgendwas sind, sondern einfach die Vielfalt lieben, ist es für uns sowieso genial. Und ganz ehrlich, so oft sieht man zum Beispiel einen E36er BMW bei einer ÖRM-Rallye nicht mehr. Nein. Bei der Ding ist immer einer dabei, der ist so schön quer gibt. Bei der. Na? Lavendal. Ui! Auch hier wieder über die Vorderachse drüber. Ja. Das ist unsere Iris Gerhard. Ja, die Iris. Die haben wir ja heute schon erwähnt. Ja? Genau. Wir freuen uns immer, wenn wir sie sehen. Ja? So ist es. Ja, der ist absichtlich dort hängen geblieben. Rammt den Hang an komplett aus, wir brauchen den Platz, aber den Segelflieger hängt zu den Decken, bitte. Kann man das richtig vorstellen, das Gespräch? Ja, wenn man schon mal 231 Arbeiten nebeneinander stehsicht, dann muss man es filmen. Genauso wie da, wenn man 2 Audi Quattro nebeneinander stehsicht, muss man es filmen. Ja, das ist das immer das im Fahrerlager. Mir fasziniert es immer, dieses geschäftige und doch tiefenentspannte Treiben so ist es. Im Fahrerlager. Absolut. So jeder, du siehst, jeder weiß, was er tut, jeder weiß, was er zu tun hat. Oder gibt es zumindest vor, zu wissen, was er zu tun hat. Hauptsache er fährt nachher dann. Genau so ist es. Da gab es auch lustige Geschichten von Entlüftungsnippeln, von Kupplungen, die sich nicht öffnen haben lassen und dann hat das Nachbarteam, das genau seinen Skoda Fabia fährt, ausgeholfen, weil die gewusst haben, wie es das aufkriegen, auch wann der Nippel steckt und so. Also auch hier wieder zusammengeholfen die Leute und wie es immer heißt, das Rennen wird nicht da im Fahrerlager gewonnen, sondern auf der Strecke. Genau. Im Fahrerlager hilft jeder. So ist es. Ja, der leider kommt es im Video nicht, diese Gesamtgewalt von Motorgeräusch und Fehlzündungen bei diesem orangenen Clio. Der ist live, ist der so eine Show. Genau dieser Clio. Ja, wenn Sie schon einen kleinen Witz machen, dann nehmen wir den natürlich gleich Volley auf, den Witz. Na gut,
Wenn das, dieses Problem direkt bei uns passiert und die Räder noch dran sind, sind die Chancen gut, dass wir davon. Das stimmt, ja. Genauso ist es. Genauso ist es. Und bei denen, glaube ich, ein Clio Kitcar muss sowieso mal umschmeißen können, glaube ich. Ja, das ich glaube, sowieso nicht so einfach. Ja. Oh ja, oh ja. So alt kann ein Lader gar nicht sein, dass er nicht quer geht. Ja. Oh yeah. Ja, schön effizient genommen die Ecke. Da gibt es nichts. Auch da, hinter mir. Oh ja. Vorbereitet, aber dann genau, doch ein bisschen zu übertrieben. Ja. Na, schön. Schön gelöst, schön gelöst. Das hätte viel mehr Zeit kosten können. Haben es schön gelöst noch. Auch da war hinter mir jetzt wieder. Ja, das ist ja, so. Das ist perfekt. Ja, perfekt. Und da waren 5, 6 Autos hintereinander, die alle wieder genau exakt perfekt die Ecke gelöst haben. Wenn er nicht eine andere Farbe gehabt hätte, hätte ich geglaubt, das ist dasselbe Video noch einmal. Ja. Einfach schön gemacht. Ja. Und hinter mir hat ein riesiger Kompressor, Dieselkompressor, Strom erzeugt fürs Feuerwehrstandl. Deswegen habe ich nicht alle Autos gleich kommen gehört. Manche Autos waren leiser als der Dieselkompressor, der hinter mir rumort hat. Na gut, was haben die da für einen Kompressor? Haben die da den Kopf für ein Aggregat hast? War mir wurscht, hauptsache sie haben damit gute Burger machen können. Also der Rallye-Burger, den ich dort gegessen habe, der war exzellent. Der 5 PS Rallye-Burger war das. Immer noch, die hat das große Aggregat hingestellt, mit Wasser, mit der es die ganze Stadt dann beliefert kann mit Strom. Genau, falls einer an von den Strommasten umfährt. Ne? Dass sie es gleich bei der Hand haben. Habe ich jetzt irgendwann die Woche im Krankenstand gesehen, eine YouTube-Compilation, wo Rallye-Autos Strommasten niederführen. So 7, 8, 9 Videos hintereinander. Da sind schöne Städte niedergelegt worden. Genau, mit dem Strom, ja. Genau. Naja. Aber auch wie man sieht, das ist eine Ecke, da gibt es 5, 6 verschiedene Varianten, wie man das richtig nimmt, die Ecke. Das ist einfach, ob mit Handbremse, dafür ein bisschen schneller, aber dafür halt mit einem Eck drinnen oder sauber oder mit einem Raffenschaden, gut. Mit hinigen Raffen, da gibt es keine Chance, wie's die Ecke schnell nehmen kannst, gut. Oder man gibt es quer, mit Heckantrieb. Einfach, es gibt hunderte Arten, diese Ecke zu nehmen und jede Ecke ist auf ihre Art richtig. Apropos Reifenschaden die zweite. Flop, flop. Flop, flop. Leider. Sonst aber eigentlich so technisch, was ich mitgekriegt habe, Unfälle, glaube ich, hat es überhaupt nur 2 gegeben oder 3. War sowieso relativ wenig und da ist, glaube ich, nicht viel passiert. Und technisch hat es ein paar Defekte gegeben, aber so richtig arge Sachen, glaube ich, waren keine dabei. Was Reifenschäden betrifft, was willst du? Ich habe schon ein Rennen gesehen, wo jemand mit 3 Reifen den das Rennen gewonnen hat. Wir haben schon Rallyes gesehen, wo die mit 3 Raffen, mit 3 Rädern ins Ziel gefahren sind. Ja. Das vierte Rad irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Also alles möglich. Wir haben letztens gesehen, ein Rallye-Cross-Rennen, da hat einer links hinten das Rad verloren bei einem Ford Focus in der letzten Runde mit der halberten Aufhängung. Und der Viertplatzierte ist über das Rad drüber gerumpelt und ist ausgefallen und der das Rad eigentlich verloren hat, ist Zweiter oder Dritter geworden. Ach, das haben wir schon jetzt da. Das ist schon die SP4, eine klassische Stelle. Ist nicht das erste Mal, dass wir da zuschauen stehen. Auch nicht das erste Mal, dass hier Rallye gefahren wird. eine klassische Ecke, aber immer wieder schön anzusehen. Und hier sehen wir dann schön, was passiert, wenn man 2 verschiedene Reibwerte hat auf der Hinterachse. Beim Rausbeschleunigen. Ein Volvo braucht keine Kurve, um quer zu gehen. Nein, der kann auch auf der Geraden quer fahren. Ein wenig gelitten habe ich mit diesen Geräuschen hier. Ja, so schön. Einfach
die Ecke, bei der Zufahrt zu der Ecke, ich bin von oben gekommen und dort ist ein Polizeiauto gestanden mit zwei Polizisten, oder nicht. Und die haben spaßhalber die Rallye-Autos gemessen, die da runtergekommen sind. Und der Audi Quattro, das Vorausauto, Audi Quattro, hatte bei der Zufahrt 157 km/h drauf. Auf der Straße. Na, ich liebe es ja bei den Rallyes, wenn die Polizei super dort ist und überhaupt sich den Spaß so erlauben. Ja. Einfach so, ja. Ja, ja. Und so, vor allem, wenn Polizisten dann so tief entspannt sind. Die wissen, die Leute, die da zuschauen gehen, das sind keine Verrückten. Das sind Menschen, die haben einfach Spaß am Motorsport, die haben Spaß am Zuschauen. Und wenn du da wegfährst, die fahren alle. Alle Rallye-Fans normalerweise fahren gesittet zwischen den Sonderprüfungen. Ich meine, zumindest mir geht es so. Ja. Wenn ich gesehen habe, wie die Autos bewegen können, da werde ich mich verkühnen, wer nachher auf der Bundesstraße zu schnell fahren oder Kurven schneiden oder sonst was. Da fahre ich ganz entspannt, wenn man da denkt, nach dem, was die da anziehen, kann alles, was ich mache, nur peinlich sein. Aber gut, ich muss nur an eins denken jetzt gerade. Ah, das ist die Abendatmosphäre, ist auch ein Wahnsinn. So, ja, schön, so entspannt. Da hat es übrigens einen genialen Kuchen gegeben da oben. Ah, super. Ja. Ja. Aber sagst du, wegen Fahren nach der Rallye. Das Einzige, was mir schon aufgefallen ist, das war, glaube ich, die Waldviertel-Rallye, wo wir beim Schneefall nach Hause gefahren sind. Und dann kommt da ein Kreisverkehr und dann ist der erste von den Autos geht quer in den Kreisverkehr. Der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt der. Gut, ich habe zwar einen Frontantrieb, Handbremse, aber da gebe ich mir keine Blöße, auch quer rein und quer raus. Und dann einer nicht. Und dann habe ich gewusst, okay, das waren alle, die so nach der Waldviertel-Rallye gekommen sind. Bis auf den anderen. Bis auf den anderen. Bis auf den anderen, ja. Jetzt haben wir nur zwei Kreisverkehr gemacht, ja. Also das kann natürlich schon passieren bei Rallye-Fans, ja? Das schon, ja. Weil es war ja nicht einmal schnell, das war einfach nur... Genau, einfach nur des Spaßes wegen. Des Spaßes wegen durchgedriftet, ja? So ist es. Die ist uns übrigens sehr abgegangen heuer, die Waldviertel-Rallye. Ja. Sehr schade, dass sie abgesagt werden musste. Aber nächstes Jahr ist sie eh schon wieder im Kalender drinnen. Ja. Apropos, nächstes Jahr haben wir ja eine ganz große Rallye in Österreich. Zu dem Drittel halt. Wie eine Dreiländer-Rallye? Genau, ja, genau. Das haben wir auch schon sehr gespannt. Schauen wir mal, was sich nächstes Jahr alles ausgehen wird an Rallyes. So, das war die 25. Rallye Dobersberg. Es war wirklich ein schöner Tag, ein echt geniales Rallyefest. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt beim Bericht dann auch viel Spaß. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen und beim Machen des Berichtes gehabt. Und ja, da drin findet gerade die Siegerehrung statt. Hinter mir, das Fahrerlager ist bereits zusammengebaut und weggepackt. Der Nebel zieht schon langsam daher, der herbstliche, und es ist schon finster. Das ist schon ein bisschen eine Hommage an die jetzt kommende rallyefreie Zeit, aber zum Glück nicht lange. Es kommt dann auch die Jena-Rallye, oder die nächste Rallye ist die Jena-Rallye. Das wird dann auch wieder super. Da freuen wir uns schon sehr drauf und wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal an der Strecke. Pfiat euch!